Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, LP Freerider 16. Ja, lange ist es her, dass ich mal wieder ein Video mache. Ich schätze rund um die 2 Jahre. Aber jetzt habe ich mich wieder dazu entschlossen, ein wenig YouTube bzw. Videos zu machen und ja, immer noch Bock auf Shakes and Fidget, ganz klar. Bin heute wieder das erste Mal wirklich ohne Witz seit dem letzten Video bin ich da wieder eingestiegen und naja, wie man sieht, nach 2 Jahren hat sich doch einiges verändert und ich habe noch gar nichts angeschaut. Ich wollte nur in meinen S19 Server, also in meinen eigentlichen Hauptcharakter, wo ich damals angefangen habe, einsteigen. Dann habe ich alle importiert oder importieren müssen. Das sind meine ganzen Charaktere, die ich auch immer in den Videos gezeigt habe. Und ja, ich habe mir gedacht, jetzt fangen wir ganz neu an. Und dazu stelle ich einen neuen Charakter. Ich habe mir mal das kurz angesehen, aber es gibt Kampfmagier, Magier, Kundi, ganz klar. Das wird Assassine sein, oder? Nehme ich an. Berserker und Krieger. Ja, natürlich weiß ich jetzt nicht, was hier das Stärkste ist, aber ich denke mir halt so, der Kampfmagier, Stärke, Ausdauer. Was haben wir hier? Auch Stärke, Ausdauer. Bin noch nicht recht dazu gekommen, aber ich denke, das sind irgendwie schon. Mal kurz schauen, hier mit Berserker. Schaut ungefähr gleich aus, bis auf dass der weniger Glück hat und der mehr Ausdauer wie hier. Stärke ist sowieso immer gleich, nehme ich mal an. Ich nehme den Kampfmagier. Ja, mehr glückliche Treffer wäre natürlich cool. Dann nehme ich den Berserker, oder wollen wir noch? Als Magier oder als Kundi? Stärke, Geschick. Nein! Ich fange mit dem an. Welt habe ich auch gesehen. Gibt es viele in der Zwischenzeit. Internationale Welt 34, da wollen wir starten. Ich habe mitbekommen, dass ungefähr vor gut einer Woche Shakes & Fidget 10 Jahre alt geworden ist. Dazu wollte ich nochmal recht herzlich gratulieren. Und jetzt, ich starte wieder als Gnom, männlich. Das sieht doch schon mal toll aus. Schauen wir, Augen passen schon. Bis auf Bart und Haarfarbe. Ohren passen auch, Haarfarbe auch. Die Extras sind. Naja, die Extras sind irgendwie, was weiß ich. Ja, der sieht doch relativ gut aus. Dein Name, natürlich ganz klar, LP Freerider 16. Bleibt natürlich standardmäßig. Und nein, das passt so. Bald haben wir Mund. Na, Mund passt schon. Brauen passen auch, Nase passt auch. Na, da haben wir sofort einen super Charakter gefunden. Dann speichern wir. Jawohl, akzeptieren wir noch. Mein Name ist Shakes. Du siehst aus, als könntest du ein paar Tipps gebrauchen. Lass uns in die Kabare gehen. Du erreichst sie links über das Menü, wo der Bediener der Stadt das Gebäude abnimmt. Ah. Ja, das finde ich natürlich extrem klasse. Also, da werde ich natürlich die ganzen Tipps annehmen, weil ich ja schon lange nicht mehr dabei war und ja, ich wollte eigentlich nur nochmal eine Vorab-Info geben, dass jetzt wieder mehrere Videos kommen. Jetzt erstmal Shakes and Fidget, eventuell wieder Hero Zero, je nachdem, muss ich erst anschauen. Aber vorab jetzt mal im internationalen Server 34 mit meinem Charakter. Werde auch ein paar Pilze hochladen. Je nachdem, vielleicht gibt es ja eine super Aktion, dann kann ich ja da mal reinschauen. Ja. Ich hoffe, es freut euch trotzdem, dass ich jetzt wieder Videos mache. Lasst einen Supporter, einen Daumen nach oben. Ich freue mich über alles und hören uns die Tage. Euer LP Freerider 16. Ciao.